Einen wunderschönen guten Morgen am Sonntag in Zandvoort. Ja, hinter mir fahren die Autos wieder ins Qualifying für das Sonntagsrennen. Ich bin mal gespannt, wer sich die Pole holt. Heiko Hammel hat sein Auto wieder hinbekommen. Er ist gerade als erstes auf die Strecke gefahren. Ich freue mich sehr, dass es da wieder läuft. Ich hoffe, der Wagen bleibt stabil. Ansonsten kann man nur sagen, guckt euch den Highlight-Schnitt an. Es sind fette Zweikämpfe gewesen. Man hat sich gestern überhaupt nichts geschenkt. Dementsprechend ist das auch mit den Punkten ausgefallen. Also es hat sich noch nichts Großartiges entschieden. Alle haben irgendwie den zweiten Platz oder den ersten Platz eingefahren, wie zum Beispiel in der Division 2 bei Rienke und Glatze. Da gibt es jetzt auch keinen großen Unterschied, ja? zu Freitag. Und ja, Division 3, Bernhard Wagner, Dirk Laut, Steve Kirsch hat ganz klar gewonnen und die beiden Platz 2 und Platz 3. Also es ist überhaupt nichts entschieden, deswegen bin ich mal gespannt, wie es heute auf der Strecke aussieht. Wir sehen uns gleich.